Hi, wir sind jetzt gerade in La Palma angekommen, im schönen Örtchen Santa Lucia. Und wir starten jetzt in GH 130, einmal um die Insel rum. Ja, wir haben jetzt gut angenehme 20 Grad, es ist ein bisschen bewölkt. Nicht zu warm, nicht zu kalt, es ist ein kleines bisschen nieselt, aber nichts, was man jetzt, nichts, was so schlimm wäre. So, also wir starten nicht von Santa Cruz de la Palma, so wie der GR 130 starten sollte, sondern von Santa Lucia, weil der Weg von Santa Cruz nach Santa Lucia ist sehr asphaltiert und da ist halt sehr viel motorisierter Verkehr. Deswegen haben wir uns entschlossen, direkt hier aus Santa Lucia zu starten. Ist jetzt auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung gewesen. Hunde. Ihr müsst euch mal vorstellen, man geht in das Gehege als fremder Mensch. Ja, habt ihr schon mal so eine große Aloe Vera gesehen? Warte. Guckt euch das Ding mal an. Ich weiß nicht, ob man es so gut im Video erkennen kann, aber das Ding ist riesig. Ja, wir sind heute erst am Nachmittag auf La Palma gelandet und deswegen machen wir heute nicht ganz so viele Kilometer. Wir werden jetzt einfach bis 17 Uhr, 18 Uhr rum laufen und dann werden wir uns einen Schlafplatz irgendwo suchen. Bis 19 Uhr bleibt es hier hell laut Uhr und ja, ich denke mal, eine Stunde sollte ja wohl reichen, um das Lager aufzubauen. Ich weiß nicht, ob das ein Rohbau ist oder ein Lost Place. Also ich würde auf beides schätzen. Hier, schau ich das mal an, eine Kaktusfeige. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine Kaktusfeige ist. Schmeckt auf jeden Fall nicht bitter. Das ist eine Kaktusfeige. Aber ich werde jetzt nicht viel zu viel davon essen, dass ich mir am ersten Tag den Magen verderbe. Ich bin so gerade richtig im Abenteuermodus. Ich denke mir jedes Mal, was könnte jetzt wohl hinter dem nächsten Hügel sein? Ja. Wir laufen jetzt hier direkt durch eine Bananenplantage. Das müsst ihr euch mal anschauen hier. Oh, lecker Bananen. Oha, die sehen sogar ziemlich reif aus. Aber hier welche wegzunehmen, wäre jetzt irgendwie nicht okay. Voll cool hier. Guck mal, die haben die in Frischhaltefolie eingepackt. Ich glaube, das ist dafür da, dass sie nicht weiter reifen. Ja, der GH 130 wird jetzt langsam sehr interessant. Ich zeig euch das mal. Bam. Krass, oder? Hier erstmal schön die Schlucht, hier direkt am Weg. Ja, krass. Oh, da unten, das ist ein Strand.
Boah, fast wäre ich umgeknickt. Mal hier richtig aufpassen, damit man hier nicht umknickt. So, jetzt sind wir hier mitten in der Schlucht runter und jetzt geht es aber wieder hoch. Und zwar dort. Dort müssen wir jetzt hoch. Ja, um anschließend dann einen Kilometer später wieder hier runter zu steigen. Also nicht hier, aber genauso weit runter. Ja, ein kleiner Zwischenstand. Wir sind 8,3 Kilometer vor Lost Sources. Ich hoffe, dass man es so ausspricht. Und 14,8 Kilometer von Bardo Vento entfernt. Und in diesem Berg, diesem kleinen Hügel hier, sind wir auch schon fast komplett aufgestiegen. Man sieht so hier die Schlucht. Sehr imposant. Und da drüben, genau da, da waren wir vorher. Genau da. Da sind wir vorher gestartet. Nun mal so eine Frage, die Runde. Hat einer von euch eine Spinnenphobie? Wenn ja, seht ihr das? Seht ihr das? Überall Spinnen. Es ist übel. Überall diese Spinnen. Krass. Die haben sich ja echt eingebaut. Wir werden uns jetzt heute hier in dieser Bananenplantage niederlassen. Und dazu habe ich jetzt hier erstmal alles vorbereitet. Die ganzen, ich glaube, Mangos oder Papayas, ich mal das hier. Ja, guck mal an. Die müssen. Die fallen auf jeden Fall nicht runter, oder? Nö, aber die ganzen Gammligen hier auf dem Boden müssen weg. Die ganzen Bananenblätter müssen auch hier weg. Dann wird das Lager aufgebaut. Ich habe jetzt hier zum Aufbau ein DCF-Tarp und zum einen eine Tyvek-Bodenklammer. Ja, genau. Als allererstes stellen wir die Plane auf, denke ich. So, was haben wir hier? Das ist ein Inlay, so ein Backtent. Das packen wir quasi auf den, aufs Groundsheet. Und ja, machen wir das. Diese Zeltheringe hier brauchen wir jetzt, um das Backtent aufzuspannen. Ja? Boah, der Boden ist aber ganz schön hart. Shit. Was mache ich hier einen Knoten? Irgendeinen, keine Ahnung, fällt gerade keiner ein. Das sieht doch schick aus. Das muss halt halten. Ja, das sieht doch gut aus. Ich habe hier so eine Eigenkonstruktion gemacht. Ich habe die Schnur. Ich habe hier die Schnur
um Stein gewickelt, dann nochmal Steine draufgelegt. Ich hoffe, dass das so hält. Auf jeden Fall ist das Tarp auf jeden Fall gut in Spannung. Es darf halt nur kein Sturm kommen. Strömer. Ja.